So, meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Das Wort zu Halloween. Yeah. Egal. So, wir haben jetzt gehackt tatsächlich. Wir haben dieses Hack-Cloud-Spiel-Scheißding gemacht. Und jetzt wurden wir von diesen Forever, nennen wir ihn jetzt einfach mal, wurden wir tatsächlich eingeladen, wieder diesen komischen Spionage-Chat anzugehen. Aber lass mal ganz kurz bei Clio nochmal gucken, weil wir sollten doch nochmal mit ihr schreiben, beziehungsweise ist sie noch offline. Clio, 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 Baby, Baby, Baby. Ich habe noch nicht bezahlt. Mal schauen. Ja, man müsste die Entwickler natürlich unterstützen damit und so. Vielleicht wäre das auch gar nicht mal so schlecht. Ich muss sagen, dieses Puzzlespiel, dieses Cloud-Hack-Spiel, ist ziemlich witzig gemacht, ne? So, gut. Melde dich bitte, wenn du reden kannst. Jupp, hier bin ich. Was gibt es? Woher kommt plötzlich deine Sympathie? Gestern klang das alles noch ganz anders. Ich weiß. Was ist, wenn Tom G. Tom hinter der Entführung steckt? Was? Nein. Ich nicht. Und sich einbringt, um uns auszuspionieren. Ich spioniere euch schon aus, das mache ich schon, keine Sorge. Klar, dann habe ich auch schon, das habe ich auch schon gedacht. Hast du ja gestern gemerkt, was? Habe ich mich irgendwas? Nee. Darum schreibe ich dir ja. Ja? Aber dann habe ich über Thomas' Worte nachgedacht. Wenn Hannah tatsächlich selbst die Nachricht geschickt hat, hat sie es aus einem ganz bestimmten Grund getan. Nehmen wir mal an, sie hatte so viel Zeit, um genau eine Nachricht zu schreiben. In der Zeit hätte sie doch eigentlich lieber jemanden angerufen. Bestensfalls sogar die Polizei. Man sollte mal drüber nachdenken. Ne? Also ich hätte es auf jeden Fall so gemacht. Auf gar keinen Fall. Hä? Ich gehe davon aus, dass sie ihre Zeit genau kalkuliert hat und aus ihren begrenzten Mitteln. Bist du noch da? Natürlich, ich lese. Ja, ich kann nicht so gut lesen, gerade weil Brille, wegen keiner Brille. Weil das sieht nicht ganz so gruselig aus, wenn ich jetzt am... Gelaufen hätte. Klar. Sie hat sozusagen ihre knappe Zeit bestmöglich genutzt. Ah, nee, sie hat sozusagen ihre knappe Zeit bestmöglich genutzt, stehst du? Ja. Ich kann es mir gut denken. Gut. Das ist schön, dass du mir folgen kannst. Wir müssen herausfinden, warum sie das getan hat. Dann finden wir sie. Und was ist, wenn du dich irrst, ne? Was ist dann? Willst du doch Tom G. Tom war? Dann wird sich Tom G. Tom zwangsläufig verraten. Nein, das tue ich nicht. Nein. Irgendein Detail preisgeben, und wenn es noch so klein ist. Diese neue Wendung macht mir immense Hoffnung, Cleo. Wir finden Hannah. Ich hoffe es. Richie. Ja, man müsste vielleicht mal gucken. Ne? Offline. Erfolgreich wiederhergestellt. An Hecken senden. Was? Ist das Hannah? Steiler Zahn. Hast du dieses Bild in Hannahs Cloud-Speicher gefunden? Aus meiner privaten Sammlung ist es jedenfalls nicht. Finde ich gut. Direkt mal patzig sein. Was? Ach so. Kann ich aktualisiert. Naja, ich glaube nicht, dass uns das weiterhelfen wird. Aber ich finde es schön. Also das Bild jetzt in meine privaten Sammlung reinfinden, den Weg. Das ist echt... Schade.
Hast du was Besseres? Ich weiß eben nicht genau, auf was du hinaus... Genau, das machen wir. Das weiß ich doch auch nicht so genau. Schick mir einfach weiterhin deine Funde. Aussortieren können wir dann immer noch. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass Dinge erst auf den zweiten Blick relevant sind. Ja, verstanden. Machen wir so, Chef. Du bist der Boss. Und wir sind gefügig. Also dann, viel Glück, Mia. Ich will noch mit dir reden. Ja. Reden? Wir zwei? Über was denn? Über dich. Über was würdest du reden wollen? Ja, jetzt kommt, ach, weißt du, ich hab jetzt gerade, wo du sagst, ich bin zwar ein bisschen gruseliger, sehe gruselig aus und so und alles, aber hey, also pass auf, ich bin ein Mörder und ich habe echt ein schlechtes Gewissen damit, ne? Nein, okay. So, über dich, das finde ich gut. Was? Über mich? Nee, über die Oma hinter dir. Meine Güte. Ich habe eben gerade Langeweile. Wirst du etwa nervös? Ich finde dich interessant. Vielleicht geht ja noch was. Schnell mal wieder wegradieren, das ist so geil einfach. Du weißt schon, dass ich dir eigentlich... nochmal. Du weißt schon, dass ich dir eigentlich nichts über mich verraten darf. Es bleibt unser kleines Geheimnis. Mach eine Ausnahme für mich. Du hast doch nicht etwa Angst? Nun, bitte. Bist du jetzt so vor Schreck verstummt? Ich werde nicht locker lassen. Oh, bitte. Bitte ist das Zauberwort. Bitte ist das Zauberwort. Du hast eine einzigste Frage. Oh, cool. Bist du Mann oder Frau? Was für ein Programm nutzt du, um zu hacken? Lebst du in einer Großstadt oder eher ländlich? Was ist deine Haarfarbe? Ey. Gibt's nicht vielleicht genauer? Schwarz. Gut. Warum wolltest du es wissen? Das hatte keinen Grund. So bin ich eben. Ich kann nicht fassen, dass ich dir das erzählt habe. Eigentlich sollte ich dir überhaupt nichts von mir erzählen. Du schreibst ja mit mir. Bald kenne ich deine Identität. Ich dachte sowieso, du kneifst. War doch nicht so schlimm. Doch, eigentlich schon. Ja, es gibt ja nur einen Mensch auf der Welt, schwarze Haare. Ne, also ehrlich. Meine Identität zu verschleiern, besitzt oberste Priorität. Du hättest mich auch anlügen können. Danke dafür. Das rechne ich dir hoch an. Also, bist du jetzt zufrieden? Nee, nicht ganz tatsächlich. Ich habe noch mehr Fragen. Jetzt schlägst du ein Thema vor. Nein, leg du auf. Nein, du. Ich glaube, wir werden noch richtig gute Freunde. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Du wolltest doch mit mir reden. Aber ich lass dich entscheiden. Habe ich dich aus dem Konzept gebracht? Du verarschst den Mörder, Alter. Ist auch nicht schlecht. Oder den Führer oder was auch immer. Na schön. Wie ist das Wetter bei dir? Ganz gut, würde ich sagen, für diese Jahreszeit.
gegeben, das ist vielleicht nicht das interessanteste Thema. Was wir dir zu verdanken haben. Ich finde es trotzdem lustig. Das habe ich dir ebenfalls nicht so vorgestellt. Auch verarschen wir den Führer hier, oder? Ich glaube, das ist dein Führer, wer auch immer das sein mag. Ich habe echt schon lange keinen Smalltalk mehr gehalten. Ja, vielleicht solltest du öfters mal rauskommen. Anstatt in deinen Kasten zu hocken und andere Leute zu hacken. Wenn du auf einer einsamen Insel wärst, was würdest du mitnehmen? Was eine spannende Frage. Werkzeugbücher. Mehr als ich schreiben kann. Menschen, die mir wichtig sind. Oh ja, das ist cool, das vereinsamen wir. Alter. War das keine zufriedenstellende Antwort? Vielleicht würde ich auch dich mitnehmen. Ich habe nur überlegt, was ich geantwortet hätte. Ich würde natürlich meine Computer wählen. Mit Internet wird ziemlich schwer auf einer einsamen Insel. Ohne Strom? Er baut sich ein Windenergierad oder ein Dings. Also wenn dieser unwahrscheinliche Fall eintreten würde, dass ich vor meinem Aufenthalt auf einer einsamen Insel etwas aussuchen dürfte, um es mitzunehmen, dann hätte ich diese einsame Insel natürlich auch Strom. Was denn auch sonst? Das ist total bescheuert. Da hast du vermutlich recht. Hat die Insel auch Internet? Ey, das ist ein Horror-Game, ne? Klar, mit allumfassendem, starken Signal. Da bin ich dabei. Oh, kann ich nicht nehmen, weil ich Premium Pass für 2,99 € kaufen müsste. Schade ist das eigentlich, ne? Ach egal, das war doch schon deutlich besser. Gut, ich habe noch einiges zu tun. Ist jetzt alles geklärt? Du gehst nicht oft an die Tür, oder? Fragst du dich eigentlich nicht, wer ich wirklich bin? Ich bin mir sicher, dass du eine Schlüsselrolle spielen wirst, ja. Warum tauchst du plötzlich unter solchen mysteriösen Umständen auf? Was hast du mit dem All wirklich zu tun? Also ja, natürlich frage ich mich, wer du wirklich bist. Es wird immer dunkler, ne? Mich erkennt man gar nicht mehr. Ja. Jetzt habe ich dir schon wieder etwas über mich erzählt. Dass du dich das fragst, ne? Ich werde jetzt gehen, ciao. Besser ist es, sonst weiß ich nachher noch, wer du bist. Sonst verrate ich dir am Ende auch noch meinen Namen oder ähnliches. Man sieht sich. Danke fürs Gespräch. Bis bald, Tomji Tom. Offline. Gut, ich glaube, wir haben heute genug. Oh, guck mal, wir müssen auch wieder clouten. Seht ihr das? Wir müssen das wieder machen. Da können wir weitermachen. Also, meine lieben Leute, das war natürlich ein Smalltalk mit den Entführern. Ich gehe mal davon aus, dass das der Entführer sein wird. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge einigermaßen gefallen. Schreibt was in den Kommentaren rein. Lasst ein Abo oder Daumen nach oben. Wir sehen uns. Bis dann.